Tja, wie es aussieht, haben wir uns wohl alle ein bisschen zu früh gefreut. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video eures Lieblings-Montys. Verdammt und zugelötet. So, manchmal habe ich trotz meiner noch recht überschaubaren Kanalgröße das Gefühl, dass einige Hardwarehersteller mich unbedingt ärgern wollen. Dieses Mal zum Beispiel AMD. Da bringe ich nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video zum neuen Ryzen 3000 und zum mit ganz viel Glück vorgelegten Release-Termin im April. Da macht AMD mir mal ganz schnell einen Threadripper dicken Strich durch die Rechnung. Im letzten Video vor erst genau 2 Tagen berichtete ich ja über einen Leak der Ryzen 3000 Preise bei einem asiatischen Händler. Und da es nicht der erste Leak dieser Art in kurzer Zeit war, philosophierten wir, also meine Glaskugel und ich, ja über einen möglichen Release-Termin schon in wenigen Wochen, da die Händler die entsprechenden Preise ja in der Regel erst wenige Wochen vor Release bekommen. Okay, ich gebe es zu, ich habe auch klar gesagt, wie skeptisch ich doch bin und dass ich an sich nicht wirklich daran glauben kann, da es einfach ja nicht so wirklich sinnvoll wäre. Ja, und wie immer findet ihr das Video natürlich in der Infobox, die übrigens leider nicht auf jedem Gerät zu sehen ist. Zur Not einfach meinen Kanal aufsuchen. Hey, ich weiß ja, dass AMD-Mitarbeiter auch meinen Kanal fleißig verfolgen und ja, es fühlt sich echt so an, als hätte AMD direkt nach dem Video erstmal dafür gesorgt, dass den Gerüchten Einhalt geboten wird. Ja, mir ist natürlich klar, dass ich nicht der Einzige bin, der so berichtet hat. Vielleicht hat AMD ja auch woanders gelesen oder, was ich am ehesten glaube, es war purer Zufall. Denn AMD hat mal eben kurzerhand ihre regelmäßig erscheinende Investorenpräsentation herausgebracht. An sich eigentlich immer interessant, aber dieses Mal leider ein Schlag in die montische Magengrube. Und alle, die sich nach meinem letzten Video schon tierisch auf ein Release im April gefreut haben, sorry Leute, hier seht ihr nämlich die blanke Ernüchterung in Form folgender Folie zum AMD Client Lineup. Im ersten Moment ja nichts Ungewöhnliches. Ryzen Mobile APU, check. AMD Chromebook, check. Athlon Mobile APU, check. Zweite Ryzen Pro Mobile Generation, geschenkt. Und jetzt wird es leider hart. Dritte Ryzen Generation, Mitte des Jahres 2019. So, und das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen sacken. Also kommst du wieder zum Zuge. Ja, und bevor ich jetzt darauf eingehe, noch ein Wort zu den mobilen CPUs. Nach meinem Review zu einem Laptop von HP mit GeForce 1050 Ti Grafikkarte musste ich ja doch feststellen, dass euch das Thema Laptops, glaube ich, irgendwie so gar nicht interessiert. Das Video ist bei euch nämlich mal so richtig durchgefallen. Leider, denn der Laptop ist wirklich klasse. Und ja, bisher habe ich ja auch nicht viel über mobile Hardware berichtet und eigentlich hat auch nie jemand danach gekräht. Daher schreibt eure Meinung doch mal einfach in die Kommentare und nehmt an der heutigen Umfrage in der Infobox teil. Sind Gaming-Laptops für euch interessant oder so egal wie ein neues Bibi-Gesangsvideo für mich? Zurück zum Ryzen. Ja, jetzt kommt diese scheiß Sonne auch noch raus. Zurück zum Ryzen. Ja, hier werden ja an sich nur die vielen Vorabgerüchte bzw. eigene Angaben von AMD bestätigt. Und wenn diese Info jetzt so aktuell ist und direkt nach den Vermutungen für April kommen, dann können wir den April definitiv komplett als Release-Termin streichen. Genauso wie übrigens den Mai auch. Also vergesst meine Vermutungen aus dem letzten Video bitte sofort. Ryzen 3000 wird vor Juni 2019 auf gar keinen Fall erscheinen. Und an sich passt das ja auch ganz gut, denn ich hatte eine Sache völlig vergessen, nämlich die Computex-Messe Ende Mai. Die Computex nutzt AMD ja ganz gerne für solche Neuvorstellungen. Und zeitlich würde das natürlich so gut passen, wie die GTX 1070 Ti zu meinem Fußboden. Aua. Und das mit der Computex ist da ja auch ziemlich sicher. Apropos vergessen, es gibt ja noch eine Sache zum Ryzen 3000, auf die ich in meinen Videos bzw. meinen Videos noch gar nicht eingegangen bin, die aber immer wieder in den Kommentaren gefragt werden. Was ist eigentlich mit PCI Express 4.0, also dem logischen Nachfolger der aktuell noch gängigen 3.0 Variante? PCI Express 4.0 wird mit Ryzen 3000 kommen, das ist Fakt. Bisher wurde das Ganze aber nur für X570 Mainboards bestätigt.
Wie es jetzt bei den kleineren Chipsätzen aussieht, das ist noch nicht, sondern überhaupt nicht klar. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass diese noch mit 3.0 arbeiten werden. Was aber wirklich kein Beinbruch ist, denn besonders in der Anfangsphase wird PCI Express 4.0 kaum bis keine wirklichen Geschwindigkeitsvorteile bieten. Aber Fakt ist, 4.0 kommt mit Ryzen 3000 bzw. dem X570 Chipsatz. Ihr seht, in Sachen Release-Datum beim Ryzen 3000 passt leider alles zusammen. Leider. Daher wird mein 1700X hier hinten im PC wohl noch ein paar Monate schuften müssen, bevor er zum wohlverdienten Ruhestand in meinen Test-PC einziehen darf. Dort gibt es nämlich deutlich seltener was zu tun, als in dieser orange leuchtenden Schönheit hier hinter mir. Okay, so viel zum Ryzen. Alle weiteren Infos wie technische Daten und Preise, die zum Großteil sicher auch stimmen, findet ihr natürlich im eben genannten Video hier oben. Und ja, ihr seht schon an der Folie, es ist wieder Threadripper-Zeit. Was haben denn viele meiner berühmten Threadripper-Flachwitze vermisst? Denn vielen meiner Zuschauer ist eventuell gar nicht klar, ein Threadripper ist so groß, dass dieser von der Polizei mittlerweile teilweise auch als Schutzschild eingesetzt wird. Ja, die dritte Threadripper-Generation ist auch im Anmarsch. Das wird aber sicherlich noch sehr, sehr lange dauern und könnte sich bis zum Jahresende sogar hinziehen. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, schlimm ist das definitiv nicht. Außer natürlich für alle, die meine Flachwitze dazu vermissen. Denn der neue Ryzen soll ja schon bis zu 16 Kerne liefern. Wozu benötigt denn Otto Normal Monty dann bitte schön noch einen Threadripper? Die Kerne allein machen ihn dann jedenfalls nicht mehr ansatzweise so sexy, wie er aktuell noch ist. Selbst wenn er mit 64 möglichen Kernen daherkommen würde. Daher bleibt eigentlich nur noch das brutal schnelle Speicherinterface und die, ja, wirklich schier verschwenderisch viel PCI Express Lanes. Wer beides aber nicht zwingend braucht, der kann sich einen Threadripper aber eigentlich wirklich sparen. Noch dazu, weil er im Gaming bisher immer ein bisschen schlechter abschnitt als ein vergleichbarer Ryzen. Und das weiß natürlich auch AMD. Und so hat Threadripper bei AMD aktuell eine eher geringe Priorität und ja, kommt klar nach Ryzen, Epic und den mobilen Versionen. Und vermutet wir, dass dieser dann so ja im September, Oktober erscheint, was da ziemlich genau zum bisherigen Jahreszyklus passen würde. Ansonsten ist aber klar, dass dieser natürlich auf Zen 2 basieren wird und auch alle Zen 2 Vorteile mit aufs Mainboard schmeißen wird, wie zum Beispiel die mit dem 7 Nanometer Prozess logischerweise daherkommende höhere Kerndichte und damit auch bessere Energieeffizienz, optimierter Cache, Bandbreiten und so weiter. Zen 2 wird mit ziemlicher Sicherheit deutlich schneller sein als Zen 1 und Zen Plus und damit Intel ordentlich Angst einjagen. Darf ich vorstellen, der Gewinner meines Gewinnspiels in meinem Review-Video zum Lioncast LX55 USB Headset. Ihr hättet auch gerne teilgenommen, tja, dazu hättet ihr natürlich auch das Video gucken müssen. Und da ich nicht das Glück entscheiden lassen wollte und ja, dies rein rechtlich sowieso mehr als nur eine Grauzone ist, bat ich euch darum, einfach lustige Kommentare zu schreiben, warum gerade ihr der Gewinner dieses Headsets sein solltet. Und ja, es waren wirklich unfassbar viele tolle Kommentare dabei. Danke an alle samt, die mitgemacht haben. Aber wie üblich kann es natürlich nur einen Gewinner geben. Und dieser bekommt nicht nur das Headset geschenkt, sondern wird auch noch Kommentar des Tages. Und tja, da ist er, der Kommentar von XTC Terror. Warum ich das Headset gerne gewinnen möchte, ist doch selbstverständlich. Wie soll ich denn sonst deine engelsgleiche Stimme hören sollen? Deine vorzüglichen Witze und den Charme, den du regelrecht versprühst, bekommt man nun mal nicht so gut mit einem 20-Euro-Headset übertragen. Und das leidige, schmerzerfüllte Aua der GTX 1070 Ti wäre dann auch viel ergreifender. Da fühlt man doch gleich den Schmerz mit. Ja, ihr habt ja recht, ich habe mich vielleicht vom vielen Geschleime beeindrucken lassen. Aber hey, ich habe nichts davon gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Ich finde bzw. fand den Kommentar einfach klasse und bin nicht allein der Meinung, dass er verdient gewonnen hat. Denn viele von euch haben ihn ja quasi schon vorzeitig zum Gewinner gekürt. Nun hoffe ich jetzt nur noch, dass du nicht zu lange auf das Headset warten musst. Viel Spaß damit und vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich muss schon wieder zurückkommen auf mein letztes Video, mit dem ich euch ja so viel Hoffnung gemacht habe. Denn wie in jedem Video gab es dort natürlich auch eine Umfrage mit nicht gerade wenig Teilnehmer dieses Mal. Denn ich fragte euch, welcher Ryzen 3000 darf es denn sein? Ja, und wenig überraschend das Ergebnis, fast genau so, wie ich es erwartet habe. Fast.
39% sind Fans des Ryzen 5, der bisher auch immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bot. Ja, und das wird sich in Zukunft wohl auch kaum ändern. Der Ryzen 7 ist mit knapp 32% auch nur knapp dahinter. Der Ryzen 9 ist zwar toll bzw. wird toll werden, aber ist natürlich eine andere Preisliga, die viele nicht mehr bereit sind zu bezahlen. Daher haben ja auch nur 20% abgestimmt. Ich selbst ordne mich aber mal genau damit ein, denn ein Ryzen 9 wird mit ziemlicher Sicherheit bald hinter mir in meinem PC einziehen. Ich bin echt gespannt, ob ich mein altes Mainboard übrigens noch weiter benutzen kann. Und nun kommen wir zum Fass, denn mit etwas mehr Intel-Fans habe ich dann doch gerechnet. Nur 4%? Das ist ja schon ein bisschen wenig. Gibt es jetzt wirklich so wenige oder gucken die einfach alle nicht meinen Kanal? Ryzen 3 war und ist wenig beliebt, da dieser nicht wirklich die optimale Gaming-CPU ist und immer ja so knapp unter der optimalen Gaming-CPU drunter liegt. Ja, man kann einen Ryzen 3 zum Gaming nutzen, aber diesen fehlen immer so ein paar Kerne für die aktuellen Spiele. Daher halt ja die klassische Büro-CPU. Und 3% wollen ihn haben, mehr nicht. Und was ich haben will, ich will Kekse. Ja, im Ernst, ihr vermisst sie doch sicherlich auch schon alle, meine Cookies, aber wisst ihr was? Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Lebensmitteleinkauf. Den schiebe ich tatsächlich immer so lange hinaus, dass ich mich oft nur noch von Wasser und Brot ernähren kann. Naja, eigentlich nur noch von Wasser. Folglich gibt's keine Cookies, da ich einfach keine mehr habe. Ja, wobei, ja, so eine Cookie-Diät, die täte vielleicht auch mal ganz gut. Denn der Sommer kommt ja mit Threadripper großen Schritten. Und wenn ihr wollt, dass ich mir meine Cookies nicht mehr selbst kaufen muss, sondern meine Hausdame zum Einkaufen schicken kann, dann unterstützt mich doch einfach finanziell per Spendenbutton, Tippi oder Patreon. Natürlich muss da noch einiges zusammenkommen, bis ich mir sowas überhaupt leisten kann, aber mühsam ernährt sich das Monty. Aber Amazon gibt's ja auch noch, also einfach fleißig meine Affiliate-Links unter Video als Lesezeichen setzen und bei jedem Einkauf benutzen. Und denkt dran, damit schafft ihr auch noch Arbeitsplätze. Wobei, ja, eigentlich ja nur ein Arbeitsplatz. Wobei, wer weiß, wie lange die Hausdame bleibt, denn ja, lang hält es eine Frau bekanntlich bei mir eh nicht aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Boah, ich muss echt dringend einkaufen fahren.